Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Heute stellen wir euch einen absoluten Bestseller bei den Kaffeevollautomaten bis 300 Euro vor, den Philips EP 2220. Wir bereiten jetzt gleich Espresso, Cappuccino und noch vieles mehr zu und geben euch Tipps, wie ihr den Vollautomaten einstellen müsst, damit die Getränke am besten gelingen. Dabei gehen wir dann immer direkt auf die Vor- und Nachteile des Modells ein, damit ihr am Ende wisst, ob dieser Vollautomat die richtige Wahl für euch ist. Der Philips EP 2220 bereitet euch Espresso und Kaffee auf Knopfdruck zu. Den Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato könnt ihr in nur 30 Sekunden selbst aufschäumen. Und das hat bei uns auch im ersten Versuch schon direkt gut geklappt. Jetzt starten wir erstmal mit unserem Test und schauen uns als erstes die verschiedenen Einzelteile des Geräts an. Oben auf dem Vollautomaten ist das Bohnenfach. Es punktet mit einem abgedunkelten und luftdichten Deckel, der die Bohnen vor Licht und Luft schützt. So bleibt das Aroma der Bohnen optimal erhalten. Denn bei 275 Gramm, die für gut 25 Getränke reichen, sind die Bohnen schon ein paar Tage im Fach. Hier links ist der Regler für den Mahlgrad. Um den Mahlgrad anzupassen, drückt ihr ihn nach unten und dreht ihn dann in die gewünschte Richtung. Diese kleine Erhöhung hier neben zeigt euch, welcher Mahlgrad eingestellt ist. Bei den kleinen Punkten wird das Kaffeepulver sehr fein und bei den größeren Punkten hier etwas gröber gemahlen. Hier ist übrigens ein Scheibenmahlwerk aus Keramik eingebaut. Insgesamt gibt es 12 Stufen. Gut zum Experimentieren. Wir haben auf Stufe 2 mal einen Kaffeepuck getrocknet. Da wird das Kaffeepulver schon relativ fein. Gut für Espresso. Falls ihr gemahlenes Kaffeepulver verwenden wollt, dann könnt ihr dieses Fach hier benutzen. Praktisch, wenn ihr zwischendurch mal einen entkoffeinierten Kaffee trinken wollt. Hier auf der rechten Seite ist der Wassertank. Ein großer Pluspunkt für kleine Küchen, ihr könnt ihn einfach nach vorne herausziehen. Hier seht ihr den Anschluss für Wasserfilter. Wenn ihr Filter nutzt, müsst ihr deutlich seltener entkalken. Aber es funktioniert natürlich auch ohne. Es passen bis zu 1,8 Liter in den Tank, die für rund 15 Getränke reichen. Die Öffnung ist auch ziemlich groß, so lässt sich der Tank gut unterm Wasserhahn oder per Tischwasserfilter auffüllen. Wenn er leer ist, leuchtet dann eine rote LED hier am Display. Hinter dem Wassertank ist noch eine Serviceklappe. Dort findet ihr die Brühgruppe. Sie lässt sich einfach mit einem Handgriff entnehmen. Dann könnt ihr sie zwischendurch auch mal mit Wasser abspülen. Hier seht ihr die Brühkammer, in der euer Espresso zubereitet wird. Auf der anderen Seite findet ihr den Stempel. Der presst das Kaffeepulver zu einem Puck zusammen. Insgesamt wirkt die Brühgruppe robust. Mal sehen, wie sie dann nach ein paar Bezügen aussieht. Der Kaffeeauslass lässt sich von 8 bis 14 cm in der Höhe verstellen. Die niedrigste Einstellung ist ideal für kleine Espresso-Tassen. Über die zwei Auslässe könnt ihr übrigens auch direkt zwei Espressi oder Kaffee gleichzeitig beziehen. Die höchste Einstellung ist dann perfekt für Latte Macchiato-Gläser geeignet. Selbst der große IKEA-Pokal ist kein Problem. Hier links ist die Milchschaumdüse. Sie lässt sich mit einem Handgriff nach außen drehen und ist daher auch für größere Milchkännchen oder Gläser gut zu erreichen. Nach dem Aufschäumen könnt ihr sie dann abziehen, in zwei Teile zerlegen und einfach per Hand abspülen. Danach setzt ihr sie wieder zusammen und steckt sie auf. Wirklich einfach und dank des Stahlröhrchens auch sehr robust. Hier unter diesem Gitter sind die Abtropfschalen. Sie lassen sich direkt nach vorne herausziehen. In den Kaffeesatzbehälter passen 12 Pucks. Dann leuchtet eine rote LED am Display auf und ihr müsst ausleeren. Hier daneben landet das Wasser der Spülvorgänge. Beide Schalen sind aus dickem Kunststoff und können, wie ihr an diesem Zeichen hier seht, auch in die Spülmaschine. Sehr praktisch, das ist nur bei wenigen Vollautomaten möglich.
Das Abtropfgitter ist auch aus Kunststoff. Viele andere Vollautomaten haben eins aus Edelstahl. Aber ich muss sagen, durch die dunkle Optik wirkt alles sehr hochwertig und es verkratzt immerhin nicht. Der rote Schwimmer steigt mit dem Wasserstand nach oben. Wenn er durchs Gitter schaut, müsst ihr die Schale ausleeren. Falls ihr mal nicht weiter wisst, hilft euch die mehrsprachige und verständlich formulierte Anleitung. Der erste Wasserfilter und ein Teststreifen für die Wasserhärte ist übrigens auch dabei. Der Philips EP 2220 ist mit einem Preis von um die 300 € einer der günstigsten Vollautomaten aus unserem Test. Trotzdem macht das Gehäuse aus mattem Kunststoff einen hochwertigen Eindruck. Alle Teile passen exakt zusammen und sind gut verarbeitet. Jetzt schalten wir den Vollautomaten ein. Dann heizt er sich einige Sekunden auf und führt einen kurzen Spülvorgang durch. Das dauert ziemlich genau eine Minute, dann könnt ihr direkt das erste Getränk beziehen. Das Display ist leicht schräg und von oben gut zu lesen. Die Sensor-Touch-Knöpfe sind alle eindeutig beschriftet und wir wussten eigentlich auch intuitiv ohne Anleitung direkt, was zu tun ist. Hier links schaltet ihr zuerst den Vollautomaten ein. Hier könnt ihr dann ein Getränk auswählen, Espresso oder Kaffee. Wenn ihr zweimal auf ein Getränk drückt, aktiviert ihr den Doppelbezug. Über den Knopf mit der Bohne könnt ihr dann das Aroma einstellen. Mild, normal oder stark. Hier wären uns 5 oder mehr Stufen noch lieber gewesen, damit wir noch mehr experimentieren können. Daneben auf dem Knopf mit der Tasse könnt ihr die Getränkemenge einstellen. Es gibt auch hier wieder 3 Stufen. Klein, normal und groß. Beim Espresso sind das 30, 40 oder 70 Milliliter. Eine genaue Milliliterangabe gibt es allerdings nicht. Wir haben das für euch nachgewogen. Beim Kaffee sind es 100, 120 oder 200 Milliliter. Ihr könnt die Getränkemenge auch genau eurer Tasse anpassen. Wie das funktioniert, wird in der Anleitung erklärt. Den Bezug startet ihr dann hier auf dem Startknopf. Außerdem könnt ihr noch heißes Wasser für Tee beziehen und hier den Wasserdampf zum Aufschäumen starten. Für etwas über 100 € Aufpreis bekommt ihr auch ein Modell mit noch mehr Einstellungsmöglichkeiten und bei dem ihr sogar Profile anlegen könnt. Die genauen Unterschiede zwischen den beiden Modellen erklären wir euch auf unserer Website coffee-tasters.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort erfahrt ihr auch, wie der EP 2220 im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Über diesen Knopf könnt ihr einen Wasserfilter aktivieren und daneben ist der Knopf zum Starten des Entkalkungsprogramms. Diese 3 kleinen LEDs leuchten rot, wenn zum Beispiel der Wassertank leer ist, der Kaffeesatzbehälter voll ist oder wenn die Auffangschalen nicht richtig eingesetzt sind. Und das war's auch schon. Sehr übersichtlich und leicht verständlich. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir beziehen nacheinander einen milden und einen kräftigen Espresso, dann einen Kaffee, einen Cappuccino, einen Latte Macchiato und zum Abschluss einen Americano. Dabei messen wir immer wieder die Temperatur der Getränke, checken den Geschmack und schauen, ob auch der Milchschaum fein genug wird. Zwischendurch geben wir euch Tipps für die besten Einstellungen für jedes Getränk. Wenn ihr die Tipps hilfreich findet, klickt am besten auf den Like-Button, denn dann bekommen noch mehr Leute das Video angezeigt. Als erstes zeigen wir euch einen milden Espresso, damit ihr mal seht, wie sehr sich unterschiedliche Einstellungen auswirken. Den Mahlgrad haben wir übrigens auf Stufe 4 eingestellt. Das Aroma stellen wir auf Stufe 1 und die Getränkemenge auf Stufe 2, also 40 Milliliter. Wir sehen hier direkt, dass die Crema relativ hell ist. Das ist typisch bei mildem Aroma. Mit 66 Grad ist die Temperatur gut, könnte aber noch etwas höher sein. Die Crema ist sehr fein, aber eher beige statt typisch braun. Diese Einstellung könnt ihr für euren Cappuccino nutzen, wenn ihr es nicht ganz so kräftig mögt. Wie ihr intensiven Espresso zubereiten könnt, zeigen wir euch jetzt. Dafür stellen wir das Aroma auf Stufe 3, also stark.
Die Getränkemenge stellen wir diesmal auf Stufe 1, also 30 Milliliter. Den Mahlgrad haben wir noch etwas feiner eingestellt, von Stufe 4 auf Stufe 2, also die zweitfeinste Einstellung. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Ein bisschen dunkler sieht die Crema jetzt schon aus. Mit 68, 69 Grad hat er jetzt auch die ideale Temperatur. Die Crema ist sehr fein und goldbraun. Das Nussaroma unserer Bohnen kommt schön durch. Bestimmt eine gute Grundlage für Cappuccino. Den zeigen wir euch dann später noch. Kommen wir zum klassischen Kaffee. Dafür stellen wir das Aroma auf die mittlere Stufe und die Getränkemenge auf 200 Milliliter, also Stufe 3. Hier hört ihr jetzt mal das Mahlwerk im Einsatz. Mit rund 71 Dezibel ist es minimal lauter als der Durchschnitt, aber unserer Meinung nach noch im Rahmen. Jetzt ein kleiner Tipp für alle, die gerne intensiven Kaffee trinken. Aktiviert den Doppelbezug und stellt nur eine größere Tasse unter. Dann stellt ihr das Aroma auf Stufe 3 und die Getränkemenge auf Stufe 1. Dann werden für eure Tasse Kaffee 2 Pucks verwendet. Das macht den Kaffee schön intensiv und gleichzeitig weniger bitter. Der Tipp gilt übrigens für alle Vollautomaten und nicht nur hier bei der Philips. Die Crema sieht doch schon mal vielversprechend aus. Mit 80 Grad ist der Kaffee auch definitiv heiß genug. Hier seht ihr es sogar leicht dampfen. Die Crema ist hellbraun und fein, mit ein paar gröberen Bläschen dazwischen. Besonders wenn ihr den Trick mit dem Doppelbezug anwendet, ist der Kaffee auch wirklich gut. So wie wir ihn jetzt hier gerade zubereitet haben, kommen nämlich doch ein paar Bitterstoffe durch. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr richtig guten Milchschaum zubereiten könnt. Am besten gelingt der Schaum, wenn eure Milch 3,5 bis 3,8% Fett hat. Dann wird er schön cremig und fein. Aber auch mit einer Hafermilch Barista wird der Schaum überraschend gut. Bei Cappuccino ist das Verhältnis zwischen Milch und Espresso ungefähr 3:1. Auf 30 ml Espresso kommen also rund 90 ml Milch. Die schäumen wir jetzt auch direkt im Glas auf. Dann wird der Milchschaum schön heiß und unser Glas mit aufgewärmt. Wir drücken den Steam-Knopf und dann auf Start. Ihr müsst jetzt nur die Dampfdüse ca. 2 cm in die Milch tauchen und dann ungefähr 30 Sekunden lang aufschäumen. Je länger ihr aufschäumt, desto heißer wird der Milchschaum. Es ist auf jeden Fall super, dass wir selbst bestimmen können, wie heiß der Milchschaum wird. Sobald ihr ein leichtes Blubbern hört, solltet ihr auf Stopp drücken. So, jetzt beziehen wir direkt einen Espresso. Das Aroma stellen wir auf Stufe 2 und die Getränkemenge auf 30 Milliliter. Also Stufe 1. Wir sehen direkt eine schöne Milchschaumhaube. Jetzt checken wir mal die Temperatur. 73 Grad, das ist wirklich perfekt. Und jetzt schaut euch mal diesen Milchschaum an. Extrem fein und gleichmäßig. Er haftet super am Löffel. Eine richtig gute Konsistenz. Und das hat so auch vom ersten Versuch an geklappt. Da muss ich gestehen, das habe ich nicht erwartet. Ein klasse Cappuccino. Mal sehen, wie gut der Latte Macchiato wird. Beim Latte Macchiato kommt auf den Espresso ungefähr die vierfache Menge Milch. Wir beziehen dann einen 40 ml Espresso. Daher messen wir jetzt knapp 160 ml Milch ab. Und die schäumen wir wieder direkt im Glas auf, damit alles schön heiß wird. Auch der große IKEA-Pokal passt locker drunter, wie ihr seht. Wir schäumen wieder so lange auf, bis wir ein leichtes Blubbern hören.
So, wir drücken Stopp. Kaffeeauslass nach oben und dann kommt der Espresso. Das sieht wieder super aus, wie sich der Espresso mit der Milch mischt. Aber messen wir erstmal schnell die Temperatur. 65 Grad sind schon gut für Latte Macchiato. Wenn ihr es etwas heißer mögt, dann könnt ihr einfach noch ein paar Sekunden länger aufschäumen. Aber nicht zu lange, denn über 70 Grad kann Milch schon leicht verbrannt schmecken. Ihr erkennt hier langsam die drei typischen Schichten. Unten warme Milch, dann Espresso und oben Milchschaum. Der Milchschaum ist wieder sehr fein und cremig. Nur außen sind ein paar einzelne gröbere Bläschen. Das können dreimal so teure Vollautomaten auch nicht viel besser. Wirklich überzeugender Latte Macchiato. Jetzt zeigen wir euch noch eine Alternative zum Kaffee, den Americano. Dafür beziehen wir jetzt einen Espresso mit vollem Aroma und einer Menge von 70 Milliliter, also Stufe 3. Diesen intensiven Espresso strecken wir jetzt mit heißem Wasser. Am Ende schmeckt es genauso intensiv wie ein Kaffee, hat aber weniger Bitterstoffe. Bitterstoffe werden nämlich vor allem bei einer langen Extraktion gelöst. Hier wird aber nicht das gesamte Wasser durch den Kaffeepuck gepresst, sondern wie ihr hier seht, direkt in die Tasse geleitet. Das sorgt für einen aromatischen Geschmack ohne die bittere Note. Rein optisch ist der Americano allerdings nicht ganz so schön wie der Kaffee. Alle Kaffeefans unter euch können diese Variante aber zumindest mal ausprobieren. Nach dem ganzen Kaffee sind wir jetzt hellwach für die Reinigung. Mal schauen, wie schnell wir den Vollautomaten wieder sauber bekommen. Um die Milchschaumdüse zu reinigen, sind nur wenige Handgriffe nötig. Wir aktivieren jetzt den Wasserdampf und drücken auf Start. Dann stellen wir ein Glas unter die Düse und lassen sie durch den heißen Dampf reinigen. 5 bis 10 Sekunden reichen auch schon, dann drücken wir wieder auf Stopp. Wir warten kurz, bis die Düse etwas abgekühlt ist und spülen sie dann nochmal gründlich mit warmem Wasser ab. Das war's auch schon. Diese rote LED zeigt euch an, wann der Kaffeesatzbehälter voll ist. Dann zieht ihr einfach die Abtropfschalen nach vorne heraus. Hier seht ihr auch schon die Kaffeepucks. Die sind ziemlich trocken, daher zerfallen einige auch schon. Es passen 12 Pucks in die Schale, ihr müsst also nach 12 Getränken ausleeren. In der Abtropfschale sind kaum Kaffeereste gelandet, sehr schön. Jetzt spülen wir alles per Hand ab oder legen es einfach in die Spülmaschine. Schauen wir uns noch kurz die Brühgruppe an. Hier in der Brühkammer ist ein wenig Kaffeepulver zu finden. Und auf der anderen Seite beim Stempel, da ist ein bisschen mehr. Aber im Vergleich mit anderen Vollautomaten ist das hier noch relativ wenig. Spült die Brühgruppe am besten wöchentlich mit klarem Wasser ab und lasst sie danach komplett an der Luft trocknen. Denn nur eine saubere Brühkammer kann euch guten Espresso zubereiten. Damit sind wir jetzt durch mit unserem Test des Philips EP 2220. Wir fassen euch das Wichtigste jetzt nochmal kurz zusammen. Mit diesem Vollautomaten könnt ihr Espresso und Kaffee auf Knopfdruck zubereiten. Den Milchschaum für Cappuccino und Co. bereitet ihr selbst mit der integrierten Milchschaumdüse zu. Anschließend gebt ihr noch einen Espresso dazu und fertig ist euer Getränk. Das ist zwar etwas aufwendiger als bei Vollautomaten mit automatischem Milchsystem, dafür sind die Geräte mit Milchschaumdüse auch um einiges günstiger. Sie bieten euch außerdem viel Flexibilität bei der Getränkezubereitung. Neben Cappuccino und Latte Macchiato, die wir euch ja schon gezeigt haben, sind zum Beispiel auch ein Flat White oder Kaffee Latte möglich. Und auch im Geschmack kann der Philips mit teureren Modellen mithalten. Wir konnten einen guten, intensiven Espresso zubereiten. Auch der Milchschaum ist uns auf Anhieb gut gelungen. Hier erfordern das richtige Abschätzen der Milchmenge und die Dauer des Aufschäumens etwas Übung, damit der Milchschaum auch schön heiß wird. Optimal sind zwischen 65 und 70 Grad.
dann wird der Milchschaum super fein und sehr cremig. In unserem Test hatten alle Getränke die ideale Temperatur, bis auf den ersten Espresso. Dieser erreichte nicht ganz die gewünschten 70 Grad. Der zweite Espresso hatte dafür die perfekte Temperatur. Beim Kaffee und Espresso ist auch ein Doppelbezug möglich. Dann werden zwei Getränke gleichzeitig zubereitet. Den Mahlgrad könnt ihr in 12 Stufen anpassen. Die Kaffeestärke lässt sich über 3 Stufen einstellen, von mild bis stark. Die Getränkemenge könnt ihr ebenfalls in 3 Stufen anpassen, für kleine bis große Tassen. Profile lassen sich mit dem EP2220 nicht anlegen. Was die Einstellung angeht, ist dieses Modell hier auf das Wesentliche reduziert. Wer sich eine noch größere Flexibilität wünscht, sollte sich das Modell aus der 4300er Serie ansehen. Damit könnt ihr Kaffeestärke und Getränkemenge in 5 Stufen anpassen und bis zu 2 Profile anlegen. Außerdem stehen euch neben Kaffee und Espresso auch Americano, Kaffeecrema und Ristretto auf Knopfdruck zur Verfügung. Wir verlinken euch beide Modelle in der Videobeschreibung. In Sachen Handhabung ist der Vollautomat hier sehr durchdacht. Das Touch-Display lässt sich intuitiv bedienen. Bohnenfach und Wassertank sind ausreichend groß und gut zu erreichen. Unter den Kaffeeauslass passt ohne Probleme auch ein großes Latte Macchiato-Glas. Und auch die Reinigung ist bei diesem Gerät unglaublich einfach. Auf Knopfdruck reinigt sich die Milchschaumbüse mit heißem Wasserdampf. Anschließend könnt ihr sie mit einem Handgriff abnehmen und unter fließendem Wasser nochmal gründlich abspülen. Kaffeesatzbehälter und Abtropfschale könnt ihr sogar in die Spülmaschine packen. Die Brühgruppe lässt sich entnehmen und sollte wöchentlich mit klarem Wasser abgespült werden. Unter den Modellen mit Milchschaumdüse gehört der Philips EP2220 ganz klar zu den besten Modellen aus unserem Test. Insgesamt bietet das Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist unsere Top-Empfehlung in der Kategorie der günstigen Vollautomaten. Das war unser Test zum Philips EP2220. In der Beschreibung findet ihr den Link zum ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Lasst uns in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, ob euch dieses Modell hier überzeugt hat oder welchen Vollautomaten wir als nächstes für euch testen sollen. Bis bald, euer Patrick von den Coffee Tasters.